Wir haben so ein Buch gemacht und dort hat jeder sein Foto auf eine Seite geklebt und dann haben die anderen die Stärke von denen da hingeschrieben. Bei mir haben sie geschrieben, ich bin nett, sportlich, hilfsbereit. Ja. Die Frau Lehrerin, die hat eine Papierrolle ausgerollt und da haben alle 15 Kinder drauf gemalt. Aber wir haben auch leise sein müssen. Und das hat geklappt. Und da wollte man die Stärke kennen von jeder. Ich war zum Beispiel hilfsbereit. Wenn ich nicht so gut zeichnen können hat, dann habe ich einen geholfen. Oder wenn ich nicht die Stifte gehabt hat, was er braucht, dann habe ich ihm die gleiche. Dass ich friedlich war, also zum Beispiel nicht, dass ich geschubt habe oder so. Jeder hat von anderen die Stärke entdeckt. Und zum Beispiel, jeder hat so gestaltet dürfen, wie er will. Ich habe eine Blumenwiese gemacht mit Vögeln und die anderen am Berg und die Dörfer dazu und so weiter. Also, wir haben nicht gestritten und alle haben zusammengeholfen. Und dann haben wir das schöne, riesengroße Bild in der Aula außen aufgelegt und wir waren stolz über uns und wir waren glücklich. Wir waren da mal bei der Alpakas und da haben wir Wettrennen und so gemacht und da sind wir auf die Alpaka geritten. Das war auch toll. Das war, glaube ich, eines von meinen tollsten Erlebnissen von der Schule.